Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen in Deutschland. Es ist unter anderem auch das älteste Museum in Europa. Wir haben vor allen Dingen großartige Bestände im Bereich der alten Kunst und auch eine herausragende Sammlung mit Gemälden alter Meister. Ungefähr 1500 Gemälde alter Meister. Man hat in solchen alten fürstlichen Sammlungen, wie wir eine sind, natürlich auch immer noch Bestände, die nicht restauriert sind. Und man sondiert natürlich ständig, wirft seinen Blick in das Depot. Glücklicherweise konnten wir jetzt eines dieser wunderbaren Werke, die im Depot noch zu entdecken waren, restaurieren. Ein Werk von Pieter Bruegel dem Jüngeren. Pieter Bruegel der Jüngere arbeitete ganz in der Tradition seines berühmten Vaters, hat selbst eine sehr große Werkstatt aufgebaut, in der er ganz im Stil seines Vaters zahlreiche Werke schaffen konnte. Das Gemälde, das war sehr lange im Depot. Es waren sehr viele Schäden vorhanden, und zwar hauptsächlich, dass die Malschicht beschädigt waren. Also es gab sehr viele Ausbrüche, sehr viele Risse, und dadurch war das Bild einfach nicht mehr lesbar, weil man in ganz entscheidenden Bereichen eben keinen Zusammenhalt mehr hatte und eben die Darstellung einfach nicht mehr begreifen konnte. Wir haben eine Dokumentation, einen Eintrag von einem ehemaligen Restaurator, und zwar dem August Schnüge, der 1935 das Bild bearbeitet hat. Und dieser Restaurator hat das Bild übernommen, hat es gereinigt, hat praktisch sehr viele Risse und Löcher kitten müssen und retuschieren müssen und hat dann aber die Bearbeitung abbrechen müssen. Wir hatten das ganz große Glück, dass wir die Ernst von Siemens Stiftung, die Kulturstiftung, gewinnen konnten. Und zwar gibt es von der Kulturstiftung ein Projekt, das heißt Kunst auf Lager. Und diese Stiftung unterstützt praktisch Vorhaben, wo Objekte lange Zeit im Depot geblieben sind. Es gab sehr, sehr viele Arbeitsschritte, die hier bewältigt werden mussten. Also es ging letztendlich erstmal von der Festigung der Farbschicht los. Dann musste eine Reinigung durchgeführt werden. Das ist mithin der schwierigste Part eigentlich für so eine Restaurierung. Es musste neu gekittet werden, strukturiert werden. Es musste in einem sehr großen Aufbau die Retusche eben angefertigt werden. Und was wir auch machen mussten, war tatsächlich, dass wir den Keilrahmen, das heißt das Korsett mehr oder weniger, worauf die Leinwand aufgespannt ist, dass wir das entfernen mussten. Der Maler Pieter Bruegel der Jüngere hat sehr reine Farben verwendet, die mir natürlich entgegenkommen, weil ich dann auch nicht groß mischen muss, ne, sondern ich kann sie auch fast rein aus meiner Palette herausnehmen. Die alte Farbe auf dem Bild, die ist im Laufe der Jahrhunderte transparenter geworden. Also sie hat eine Lasurerscheinung. Und diese Lasurerscheinung muss ich natürlich auch bei meiner Wahl auch berücksichtigen. Also so probiere ich immer die Retusche zunächst nur mit Lasurpigmente oder Lasurfarben zu erzielen. Und erst allmählich merke ich dann, ob ich mehr Deckkraft brauche oder gar in die volle Deckfähigkeit rübergehen muss. Das Gemälde, was wir jetzt restaurieren konnten von Pieter Bruegel, zeigt eine Kreuztragung. Das ist eine Szene, die der Passion Christi angehört. Der Besucher wird ja in der Ausstellung das fertig restaurierte Gemälde sehen und wird sich natürlich fragen, warum hat diese Bearbeitung 2 Jahre gedauert? Und um dem Besucher zu erklären, wie vielschichtig die Problematik war, zeigen wir praktisch anhand von Fotos den Vorher-Nachher-Effekt in Details. Der Besucher wird eigentlich nochmal auf diese Zeitschiene gebracht, dass er die Arbeitsschritte Revue passieren lässt. Wir wollten das Gemälde nicht nach der Restaurierung direkt in die Dauerausstellung bringen, sondern wir wollten es mit einer Sonderausstellung zunächst den Besuchern vorstellen, auch ein wenig feiern, diese Restaurierung.